So, Freunde, hallöchen und willkommen zurück zu Space Engineers. Jo, wir fliegen gerade auf den Erdplaneten zu. Jojo. Und wir sehen schon die atmosphärische Hülle. Das heißt, dürfte nicht mehr allzu lang dauern, bis wir da sind. Jo. Und dann gibt es natürlich da unten einiges zu tun. Wir werden uns ein Seegebiet aussehen, dass wir eine relativ flache Ebene Fläche haben. Und dann werden wir uns erstmal darum kümmern, irgendwie eine Art Basis zu bauen. Und dann ja, müssten wir auch schon wieder anfangen, ein Bohrschiff für die Atmosphäre zu bauen. Da würde ich dann ganz gerne mal einen kleinen Test machen, was passiert, wenn ich kleine atmosphärische Triebwerke nehme und da das Tier 4 Upgrade draufhaue. Wenn die reichen, braucht man nämlich gar kein so großes Raumschiff und können, naja, relativ kompakt uns irgendwelche Tunnels nach weiß der Geier wo bohren, die wir dann theoretisch auch, so wie ich es da das letzte Mal auch gemacht hatte, als eine unterirdische Basis mit benutzen können. Ne? Irgendwie so. So. Ich versuche natürlich jetzt dann noch einmal zu springen. Und dann würde man ja schon sagen, funktioniert nicht. Und dann werde ich die Entfernung immer weiter verringern bis zu dem Punkt, wo wir dann quasi ranspringen können. Und dann ist es nur noch der atmosphärische Flug. Und das sollte ja relativ machbar sein. Meine Hydrogentanks sind voll, weil ich denke, in der Atmosphäre, da werden wir jetzt dann jede Menge Sprit verballern. So, und ich glaube, wir werden eher... Lass mich mal gucken. Also ins Wüstengebiet nicht. Also wir werden eher so ein bisschen nördlicher gehen. Was ist das denn? Schade, dass ich keine Kamera habe, weil... Irgendwas ist da. Ich kann aber nicht identifizieren, was es ist. Naja, wenn wir ranfliegen, dann sehen wir schon, was da ist, ne? So, die Landung werde ich auf jeden Fall noch machen. Egal, wie lange die Folge dann dauern sollte. Und da mache ich sowieso erstmal so eine kleine Aufnahmepause. Bin ja quasi schon, lustigerweise, seit 2 Stunden am Aufnehmen und habe 2 Folgen im Kasten. Ist leider Gottes nicht viel, ne? So, wie viel Prozent haben wir schon? 78, dann geht's ja gleich los. So. Materialien-Check. Check. 79.000 Stahlplatten. Ja. Fast 500.000 Eisen. Gut. 6.000 Einheiten Gold, 1.600 Platin, 2.000 Uran. Sollten wir eine ganze Zeit damit hinkommen. Also, ich sollte mir zumindest den Bohrer mal bauen können, als Minimum. So, kommen wir daran vorbei. Sieht gut aus. So. Prozent. Bitte halten Sie sich bereit und machen Sie schon mal Ihren Gurt zu. Bringen Sie die Sitze in eine aufrechte Position. Schließen Sie Ihren Helm und stellen Sie dabei das Rauchen ein, denn wir werden uns gleich in den Hyperdrive begeben. Mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Kennt ihr noch Spaceballs? Richtig guter Film. Mal gucken, ob wir... Jetzt können wir gleich springen. 99,95. Und wir können springen. Oh, wir können sogar noch komplett springen. Okay, dann hätte der Flug wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. So. Ui, hallo, Framerate. So. Da sind wir. Und jetzt erstmal gucken. Da befindet sich... Ups, da befindet sich ein See. Da hinten will ich hin.
ganz kurz gesehen. Warte mal, ich mach die Tickets dann erstmal an. Wenn ihr das seht, da ist ein riesengroßer blauer Fleck. Da fliegen wir jetzt erstmal in diese Richtung. Dort möchte ich dann ganz gerne aufsetzen. Da befinden wir uns dann auch nicht im Wüsten. Ich nenne es einfach mal Wüstenbiom, weil was soll es sonst sein, ne? Sondern schön im Grünen. Es sieht so aus, als wäre da auch ein Berg mit in der Nähe, wo wir uns dann theoretisch hineinbohren könnten. Falls wir Interesse daran haben, in den Berg eine Basis dann reinzubauen, gegebenenfalls. Aber das Eis brauchen wir dann für die Produktion von Hydrogen, damit wir dann gegebenenfalls etwas ins Weltraum schießen können, beziehungsweise in den Weltraum schießen können, beziehungsweise unser Schiff hier dann tanken, ne? So. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, wie lange wir jetzt noch unterwegs sind. Aber macht ihr nichts. Könnt ihr da ein bisschen quatschen. In der Zwischenzeit. Ja, Transport, habe ich gesagt, werde ich machen. Da werden wir uns natürlich dann diverse Plattformen bauen, falls ein Fahrzeugtransport benötigt wird. Dass man quasi eine Fläche hat, wo das Fahrzeug dann drauf fährt. Dann von mir aus mit Fahrwerkfüßen dort gehalten wird und verriegelt wird, damit es nirgendwo hinrutscht. Und dann, kennt ihr noch die Orcas vom Command & Conquer? Die hatten seitlich so ihre Triebwerke. So ungefähr ich das dann aufgebaut. Oder bei, ich glaube, Avengers wird den meisten Leuten irgendwie mehr was sagen, dieses Hover-Flugzeugträger-Flugzeug, was die da haben. Die haben ja auch so seitlich dann ihre Triebwerke. So in der Richtung stelle ich mir das vor. Aber es wird ja eh meistens immer anders, als man sich es vorstellt. Von daher überraschen lassen, sage ich mal. Ne? Wir könnten jetzt natürlich noch einen Jump machen. Beziehungsweise einfach mal weiterfliegen und gucken, ob man dann noch irgendetwas Besseres oder Größeres entdeckt. Das wäre vielleicht noch eine Alternative, die wir machen könnten. Ich behalte jetzt aber erstmal den Kurs insofern bei, dass wir da lang dödeln. Ja, Fahrzeug ist auch etwas, das ich machen möchte. Da habe ich mir vorhin mal so gedacht, wie ist das eigentlich, wenn ich einen Kolben nehme. Diesen Kolben mit nicht besonders viel Widerstandskraft einstelle, sondern gerade nur so, dass er, ich sag mal, die Räder auf Höhe hält. Wenn da eine Unebenheit kommt, dann müsste es doch den Kolben zurückdrücken. Dass man sagt, man fährt den Kolben aus, bis auf 5 Meter. Für eine extrem weiche Panzerung, dass man halt da weiterfahren kann und dann über sehr große Hindernisse auch fahren kann, wenn man dann die ganz großen 5er Reifen mit dazu nimmt. Wisst ihr, worauf ich hinaus will mit den Ausgleichen von Unebenheiten? Ich hoffe mal, das ist halbwegs verständlich. Aber da muss ich mich erstmal belesen, ob das überhaupt geht, beziehungsweise in einem Experiment ist doch viel schöner, wenn wir einfach ein Experiment machen und das einfach mal ausprobieren, ob das denn geht. So, ich wünschte, aus der Perspektive könnte ich schon ungefähr sagen, da und da und da befinden sich Ressourcen. Aber dadurch, dass unser Scanner so eine enorm hohe Reichweite hat, da kann ich mal eben ganz kurz Bedienfeld. Ach nee, das heißt hier nicht mehr Erz, das heißt hier jetzt mittlerweile Rohr. Rohrdetektor, 1000 Meter. Knipsen wir mal an. So. Oh. Rüber. Das wäre es jetzt gewesen, so kurz vor der Erde. Klatsch! Guten Tag, Herr Asteroid. So, und trink jetzt den Fahrer raus und weiter geht's. Ah, da haben wir schon mal Eis, das ist ja schön. Aber brauchen wir nicht, haben wir da unten genug. So. Der Mond. Da waren wir, glaube ich, auch mal. Waren wir auf dem Mond? Ich glaube. Wir waren kurzfristig auf dem Mond in einem Krater. Jetzt erinnere ich mich. Wir waren da kurzfristig, haben irgendwie ein paar Sachen abgebaut, aber dann sind wir doch wieder losgedüst, weil, keine Ahnung, irgendwas mal wieder war. Ist ja immer so. So, aber von hier sieht der See jetzt gar nicht mehr so groß aus. Oder ist das dahinter, dieses dunklere? Blöde Sonne.
Ich kann doch nicht mal eindrehen, dass sie meine Solarpaneele noch mit beheizt. Naja. Warte mal, ich kann mal Folgendes machen. Zack. Auf die 1. Aus. Dann sparen wir uns nämlich schon wieder Energie. So, die Fallschirme, die habe ich auch mal mit auf die Quickbar gelegt, weil ich nämlich nicht weiß, ob meine Hydros trotz Tier 4 Upgrade in den großen mein Schiff halten können oder bremsen können, besser gesagt. Deshalb, Sicherheit geht vor, Fallschirme retten Leben, sagt man ja auch, ne? So, ja doch, der da hinten sieht noch ganz gut aus. Wir sind schon wieder 1260 Kilometer von der Station entfernt und 2670 Kilometer von unserer von unserem Weltallhabitat. Ja, es sind jetzt quasi drei Flecken Erde, drei Flecken in der Galaxie, nenne ich es jetzt einfach mal, wo wir gebaut haben. Einmal das Habitat, einmal die Raumstation, Dockstation und einmal auf der Erde. Wobei ich nicht weiß, ob die alte Station halt noch existent ist, ne? Von hier aus sieht der See jetzt gar nicht mehr so enorm groß aus, ne? Ich fliege mal ein Stück weiter, aber das scheint sehr gebirgig zu sein. Da drüben ist noch was im Schneegebiet, aber Schnee ist so... hatte ich ja genug, wo wir auf Triton waren, von Schnee. Zumindest mal die Nase ein Stück nach unten drücken. Damit wir schon mal langsam so in den Sinkflug gehen. Obwohl, wir könnten noch einen Jump machen, ne? Ich dachte, ich komme da näher am Planeten ran und der sagt mir, wenn ich die Atmosphäre durchschreiten würde. Sorry. Ich fahre das jetzt mal runter. So, jetzt sind wir aber auf der anderen Seite vom Planeten. Hurra! Hurra! Möchte ich betonen. So, ich fahre mal weiter runter. Bis auf 30%. Guck mal, können wir dann jetzt schon springen? Nee. Muss der voll geladen sein? Das ist eine gute Frage, oder? Ich glaube, der muss voll geladen sein, damit ich den kleinen Sprung machen kann, aber dann zieht er mir auch nur 30% ab. Und ich hoffe mal, der Military Escort-Typ lässt mich in Ruhe. Habe ich jetzt mal richtig hart gefällt. Sorry. Man sieht ja gleich, ob er das Feuer eröffnet oder nicht. Das Problem ist, ich habe nichts zum Gegenschießen. Weder Raketen, noch die 40 mm. Okay. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag, Mr. Meth. Meth, wie auch immer. Nö, der kommt mir auch nicht hinterher. Schön, schön. So, springen? Nein. Oh, ich versuche mal, wenn er bei 30% ist, ob ich dann springen kann. Und den Planeten behalte ich auf jeden Fall in der Nasenspitze. Nicht, dass ich schon wieder dann vorbei eier. Die Wolken, wenn man so auch von unten, wenn man auf dem Planeten steht, sehen könnte, wäre cool. Warte mal, ich kann mich mal so ein Stückchen eindrehen hier. In diese Richtung hier düsen. Da wo grün ist. Also. So, haben wir schon die 30%? Ja, aber können leider nicht springen. Okay. Okay, dann fliegen wir halt so. Genau, ich war ja hier beim Erstellen von Frachttransportern.
Und zwar Fahrzeuge hatte ich angesprochen. Dann natürlich haben wir einmal hier unsere Black Hawk. Oder wie habe ich sie genannt? Black irgendwas. Für diversen Materialtransport mit Eigenschutz. Dann würde ich aber gerne noch für die Leute, die Star Citizen kennen, ne, eine Art Caterpillar bauen. Ein Riesending, eigentlich nur bestehend aus Frachtkapazitäten, wo man auch kleine Fahrzeuge mit reinbringt. Also kleine Fahrzeuge, ich sag mal im 5x5-Style oder sowas. Also nichts übertrieben Großes. Von daher, da haben wir schon einiges zu tun. Also vor allem ich. Ihr habt dann jede Menge zu gucken, würde ich behaupten. Ne? Aber jetzt müssen wir hier erstmal auf dem Planeten landen. Das ist so Punkt Nummer 1 der Agenda des heutigen Tages. Und erst wenn der erledigt ist, ist die Folge auch rum. Also da habt ihr quasi in dem Sinne auch ja, Glück oder Pech, kann man sehen, wie man möchte. Ne? Der eine sagt, das ist das, der andere sagt, das ist das. Ich persönlich sage, das ist gerade ein bisschen doof gelaufen. Passiert halt manchmal. So, aber ich glaube, ich gehe noch ein bisschen weiter runter, bis auf 20% hier. Müssten ja dann so um die 60 Kilometer sein, was wir springen. Oder? Warte. Bei 900, 500, ja, so ganz grob. Ganz grob überschlagen. Ach ja, hab schon wieder so einen Kratzen im Hals und oh, mein Getränk ist leer. Da muss ich mir dann gleich mal was Neues holen. Aber ist ja eh. Von dieser Aufnahme ist ja schon erstmal zu voll und dann. Ja, geht's auch ans Kochen, ne? Muss hier alles nicer leisern. Ach ja. Wollte mal gucken, in der zweiten Hälfte des Aufnahmetages heute werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen Minecraft aufnehmen und ich glaube, bin mir aber nicht sicher, da muss ich nochmal nachgucken. 7 Days to Die habe ich jetzt alle Folgen, die ich damals im Dezember noch aufgenommen habe, oder Januar? Irgendwo in dem Weihnachtsurlaub habe ich die auf jeden Fall aufgenommen. Die sind jetzt aufgebraucht. Hat ja schon ein Quartal gereicht. Obwohl da ja auch einiges schiefgelaufen ist. Uiuiuiui. Darfst du eigentlich keinem erzählen. Wieder mal irgendwo Döneken beim, entweder beim Rendern oder beim Hochladen. Irgendwo ist da der Wurm reingekommen, dass sich die Folgen durcheinander gebracht hat. Und ja, da war quasi der Blutmond und danach war erst Tag 5. Irgendwie so in der Richtung. Da habe ich irgendwas richtig krass durcheinander gebracht. Naja, so ist das halt im Wiener Wald. So, auch von hier aus sehe ich eigentlich gar nicht so schöne Seen, möchte ich behaupten. So, wie schaut es denn aus? Kann ich denn schon wieder fast. Da dauert das Aufladen zumindest auch nicht so lange, wenn wir jetzt dann nur 30%, 20% sogar nur aus dem Ding hier rausballern. Ah, ich glaube, ich sehe da schon was. Ungefähr hier in dem Bereich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Aber was kann ich schon sagen? Ich bin ja hier noch, keine Ahnung, 50, 80, 90 Kilometer weg von der Erde. Okay, ich bin mal gespannt, was die aus diesem Spiel hier eigentlich noch machen, weil schön und gut, wenn man immer wieder mal irgendwelche Sachen mit hineinbringt, aber größere Planeten, mehr Content, weißt du, das fehlt halt ein bisschen, weil irgendwann ist sowas hier auch ausgelutscht. Der Asteroid da, der schwarz-weiße, sieht sehr interessant aus. Ich glaube, da mache ich dann im Vorbeiflug mal ganz kurz meinen Scanner mit an. Da fragen wir mal, was hier Phase ist. Achso, nö, ich spring lieber. Machen den Scanner wieder raus. Das sieht aber sehr hügelig aus, du. Das sieht sehr, sehr... Da kann mich aber auch täuschen. Wolkendeckel, geh weg. Streamt. Oh, das hat mich... Ach so, okay.
Weil jedes Jump Drive 20% gegeben hat. Okay, ich verstehe. Möchte gar nicht meckern. Aha. So, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe jetzt gerade momentan noch keinen so wirklich schönen See. Das war wirklich auf der anderen Seite. Die ist kaputt, ne? Da sind viele Berge. Müssen wohl näher ran. Oder wir fliegen dann in diese Richtung. Das kann man natürlich auch machen. So. Ach ja, Freunde. So ist es. Oh, da auf der rechten Seite. Ja, nein, vielleicht. Besser schlechter gleich, weiß man nicht. Wir machen auf jeden Fall noch einen Jump. Mit dem Planeten in der Nasenspitze. Ansonsten wird das alles nichts. Dann springen wir wieder weiß der Geier wohin. Möchte man natürlich auch nicht. So, wie schaut's aus? 80%. Ich war so nah an meinem Ziel und dann habe ich es so verkackt. Naja, was du nicht im Kopf hast, das hast du dann in den Triebwerken, ne? Ist immer so. So. Ich könnte. Na, geh schon in die Produktion? Was sagen meine Batterien? Die sagen, verbraucht in. Ach, aufgeladen in 2 Sekunden. Wahrscheinlich aufgeladen. Die stehen aber alle auf Auto, okay. Vollständig verbraucht in 6 Stunden. Okay, sollte ich mir vielleicht eine als Notbatterie aus. Die lasse ich mal auf Aufladen. Vollständig aufgeladen in 6 Minuten. Ich lasse mal eine auf Aufladen, die als Notbatterie zählt. Sicher ist sicher. So, sehen wir jetzt schon was? Nein. Können wir schon springen? Nein. Können wir... Nein! Was ist das denn? STC SAT 006 Erdbohr... Ach, das ist ein Satellit. Okay. So, ich habe Erde anvisiert. 98% geladen. So, komm, mach fertig. So. Okay, wir kommen ins Gravitationsfeld. Das heißt, ich gehe auf 15% runter, ich gehe auf 10% runter und dann springen wir. So. Da hinten will ich hin. Obwohl, warte. Einmal Trägheitsdämpfer. Da ist ein See. Da hinten ist ein See. Ja, dann nehmen wir den auf der rechten Seite, schauen uns den mal näher an. Ob der was wäre. Und wenn der nix ist, dann nehmen wir Kurs nach links. Sind das, was sind das für... Sind das die Asteroiden, die einen Schatten nach unten werfen? Das ist ja krass. So, trinke jetzt den aus. Achso, dann zieht es mich ja auch noch nach unten, schwerkraftsmäßig, ne? Naja, soll es mal. Soll es mal machen. Ah, nee, ich glaube vielleicht. Nein, ich weiß nicht. Unentschlossen. Ist das ein See? Warte, ich muss noch mal ein bisschen drehen. Eventuell unter Umständen habe ich den Landeplatz gefunden. Sollte das da drüben ein See sein, weil das sieht mir sehr groß aus. So. Weiter, weiter, weiter. Das da sieht auch schön groß aus. Komm, wir nehmen das da. Entscheidung ist gefallen. Wir fliegen dahin. Das da drüben ist auch noch einer. Falls da, weil da ist irgendein dunkler Fleck da drin, falls da nämlich schon einer ist, können wir dann nach links ausweichen. So, Trinkheitshilfe aus und ab geht's.
Ja, weiß nicht, Freunde, wollt ihr denn dabei sein, wenn ich jetzt hier am Landen bin? Oder wie ist es? Gibt ja immer den einen oder anderen, der sagt, ja, ich will da unbedingt dabei sein. Und dann gibt es wieder die anderen, die sagen, boah, das ist mega langweilig, weil eigentlich nichts passiert, außer ein Landeanflug. Ja, links ist schon größer aus, ne? Pass mal auf, ich fliege hier mitten durch. Was sagt unsere Höhe? Wir sind auf 33.000 Meter. So, sobald wir dann können wir unten die Ladeluke für unser Fahrwerk mit aufmachen, weil dann können wir schon mal Sauerstoff tanken. Dann können wir unseren Helm hier mal aufmachen. Oh, wie schön ruhig. Mega. Okay, so viel zum Thema. Wird gestreamt. Weiter vorantreiben. So, wir haben nur noch für ein Jahr Energie. Oh mein Gott. So, wir werfen da unten scheinbar schon einen kleinen Schatten. Der da so ein bisschen flimmert und flackert und sich mit uns fortbewegt. So, wenn die Wolken rechts mal verschwinden könnten, dann kann ich nämlich beurteilen, wo ich hinfliege. So, und ich denke mal so auf 10.000 mache ich dann mal einen Test mit den Triebwerken, ob die mich halten. Da müssten wir dann theoretisch auch schon durch die Wolkendecke sein. Aber wie gesagt, das ist theoretisch. Din, 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 din. So, lebt denn eigentlich momentan noch irgendjemand auf der Erde? Das ist auch eine gute Frage, ne? Wir kommen so ein bisschen schief, mal ein bisschen ausrichten hier. Mal strecken bei so einem Landeanflug. Wird man immer so klein. Sieht man die Schatten eigentlich auch unten? Ist es so? Weiß ich jetzt so gar nicht. Wäre mal interessant zu wissen. Werden wir rausfinden. Spätestens, wenn die Schatten auf einmal weg sind, ne? Na, aber ich glaube, wir nehmen wirklich links in der Wüste den See. Hier rechts sieht es nicht so groß aus. Wenn wir ehrlich sind, ne? Aber da könnten wir uns direkt... Na, in der Wüste haben wir auch Berge. Okay. So, erstmal wieder gerade ausrichten. Ein Stück höher, das wäre gerade. Links. Ach, jetzt sieht man den See mal schön ordentlich. Ja, ich glaube, da haben wir mit dem da hinten eine ganz gute Wahl getroffen. So als Domizil unseres zukünftigen Seins. Ah, wenn das aber nicht... Naja, ich denke ja immer in anderen Maßstäben, ne? 2, 5, 6, 4, 3. Ist dieser komplette Planet quasi mit diesen Erdorbit-Satelliten überwacht, oder? Höhe 19.000. Gas geben. Nase runter. Ein Stück runter. Ja, Freunde, ist schon spannend. Was wird als nächstes passieren? Oh mein Gott. Ich steige einfach mal aus. Mach hier mal auf. Aua. Helm zu. So, ich denke mal, wir müssen runter bis auf, sagen wir mal, 12. Dann können wir unten die Luke mal aufmachen.
Dann schauen wir mal, was passiert. Aber bei 15 schon auf. Vielleicht haben wir dann temperaturmäßig schon mal einen kleinen Vorteil. 15 Kilometer Höhe, nein, schon sehr dünn, ne? Ich glaube ab 10, alles was über 10 ist, braucht man, glaube ich, eine separate Sauerstoffversorgung bei Flugzeugen. Alles was unter 10 Kilometer Höhe fliegt, braucht das noch nicht. So, wir öffnen. So, es geht auf, aber es ist noch frostig. So, schauen wir mal. Das sind 13. Weil ich beschäftige mich ja auch immer wieder mal hier mit dem Thema Flugzeug, Fliegen, Aerodynamik, Bauelemente und so weiter. Einfach mal so zwischendurch, weißt du. Und da ist mir das so ein bisschen hängen geblieben. So 10 Kilometer plus minus natürlich. Braucht eine unabhängige Sauerstoffversorgung oder so nannte sich das. So, warte mal, ich mach mal hier kurz die an. Jawohl, die ballern aber ordentlich. So. Hast du gesehen? Also, wir haben ja da unseren künstlichen Horizont unten rechts, wo hier die Gravity und so weiter steht. Und das Kreuz, das ist ja quasi unsere Kraftlinie, da wo die hingeht. Die wird jetzt momentan direkt nach unten gezogen, wegen der Erdanziehungskraft. So, wenn ich jetzt nach vorne Gas gebe, kommt sie leicht nach oben, weil wir ja dann so ein schräges, also wenn man sich es als Linie vorstellt, ein schräg nach unten gehen. So, und wenn ich jetzt die Trägheitsdämpfer mit anschalte, also die haben schon Power. Ich glaube schon, dass die uns halten können. Aber immer schön die Höhe im Auge behalten. Wir kommen jetzt gleich unter 10.000. Unter 10.000 und der Sauerstoff ist immer noch leer. Okay. Also kommen wir mit den, mit den atmosphärischen Triebwerken kommen wir also gar nicht so hoch. Schauen wir mal, wann das anfängt, gelb zu werden. Ja, heute extra lange Folge, über eine halbe Stunde schon. Junge, Junge, sorry dafür. Beziehungsweise die, die sich freuen, dass eine lange Folge ist, herzlichen Glückwunsch. Auch wenn nicht so viel passiert, naja, ist halt so. Man kann nicht jedes Spiel zum Actionspiel machen. Obwohl das hier, wenn du ins PvP gehst, natürlich dann auch ganz ordentlich rumsen kann, ne? Aber ich persönlich bin bei solchen Spielen kein Fan vom PvP, weil, nehmen wir jetzt einfach mal hier unsere Blackhawk oder wie auch immer sie heißen mag. Wir haben daran wie lange gebaut? Über Wochen hinweg haben wir daran gebaut, ne? Und ja, dann gehst du ins PvP und dann hast du halt einen, der halt besser ist. Gibt es ja durchaus. Und was bist du denn? Fraktionen. Bitte nimm den Frieden an. Ich heb mal noch ein Stück ab. Sicher ist sicher. Nicht, dass der jetzt kommt und hier rumstressen will. Seit wann sind die denn auf einem Planeten? Das ist sehr seltsam. Ich dachte immer, die gibt es nur im Weltall, okay. Also müssen wir dann mal damit beginnen, 40 mm Geschützmunition zu bauen. Damit uns so ein kleiner Hosenmatz hier dann nicht. Oh, warte mal. Das ist der Tribunal. Damit die uns hier nicht stressen, weißt du? So, aber er entfernt sich. Was gut ist. Und ich falle. Und wir haben immer noch keinen Sauerstoff. So, Trägheitsdämpfer gehen an. Ich habe unten offen. Jo. Dann lassen wir mal die Fahrwerke rausfahren. Dann stelle ich mich mal da irgendwo hin. Hä?
bin gerade etwas verwirrt. So. Also wir haben hier auf jeden Fall Ressourcen, was schon mal ganz gut ist. Wir haben hier Eis, das ist ganz klar. Höhe 700 Meter. Eis, Silizium, Eisen, Kobalt. Sehr schön. Nickel. Magnesium. So, aber jetzt muss ich mal eben gucken, warum mein Fahrwerk nicht ausfährt. Was ist hier Phase? Warum drehen die Kolben hier nicht um? Pisten 2. Der andere. Pisten, oder? Wo sonst? Pisten 1, Pisten 2. Was ist mit euch? Hab ich euch ausgeschalten? Ah. An. Jetzt. Warum auch immer ich die ausgeschalten haben könnte. So, Silber und Gold. Also wir haben alles hier, was wir so wollen. Sehr, sehr gut auch. So, dann würde ich sagen, ich setze jetzt eine Runde auf. Und für euch geht eine lange Folge, wo eigentlich nicht besonders viel passiert ist, zu Ende. Jo, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. In der nächsten Folge fangen wir an, hier irgendwelche Dinge zu tun. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und tschüssikowski!